Leute, ich mein's jetzt wirklich ernst. Wir sind nicht das, wir sind das. Was geht ab, Leute? Es tut mir leid, dass in letzter Zeit so wenige Videos kommen. Deswegen dachte ich mir, heute machen wir mal direkt 3 kleinere Videos. Ja, tatsächlich, das ist das erste von 3 Videos heute. Es würde mich super freuen, wenn ihr die anderen Videos auch noch auscheckt. In diesem Video geht's natürlich um Genshin Impact und den neuen Trailer. Also der Teaser zu Yelan, die unausweichliche Gerechtigkeit. Die anderen beiden Videos tatsächlich handeln von anderen Spielen. Einmal von Honkai Star Rail und von Ni no Kuni Cross World. Beide Spiele werden wir heute on stream ausgiebig testen. Und auch da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. An der Stelle möchte ich noch ein Video ankündigen für morgen, weil da ist etwas passiert, Leute, darüber müssen wir 100% reden. Ein kleiner Sketch ist auch für euch mit dabei. Aber jetzt erstmal die schönen Dinge vom Spiel. Jeder. Leute, wie ihr es von diesem Kanal kennt, natürlich mit der japanischen Synchronisation und englischen Untertiteln. Let's go. Let's go. Verliebt. Mit der Musik. Oh, erwarne dich mal. Was ist das für ein Fanservice? Wer würde mich jetzt mit den Schatzräubern gerne tauschen wollen? Ah, sie ist nicht interessiert an uns. Warum gefällt mir das? Ah, die Fatui. Das sind die wahren Übeltäter, Leute. Let's go. Alter, dieses Grinsen direkt verliebt. Ey, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, wenn die mich nachts überfällt, ich bin glücklich. Das ist Fanservice, die wollen, dass wir uns in die Haut der Fatui versetzen. Wow, er schwitzt sogar auch noch, okay. Come on, als ob das nicht Fanservice ist. Oh. Ach so! Ach so, Genshin Impact! Ach so! Das ist Fanservice over 9000! Also, wenn ihr... Also, okay, ich weiß, ihr alle freut euch auf Shinobu Cookie. Ich weiß das. Ich weiß das, dass ich hier ganz alleine in Team Yelan bin. Oh, ich bin in beiden Teams, aber ihr zwingt mich immer irgendwie alleine in Team Yelan zu sein. Ist okay. Aber könnt ihr mir bitte mal sagen, also, come on. Und was hat es mit diesem Spiel auf sich? Mit den ganzen Ara Ara Queens. Erstens benutzt sie hier sehr stark die Befehlsform. Sasato ikinasai. Sie befehlt uns. Okay. Aber auch da, Leute, bilde ich mir das ein. Oder ist das mein To-Go-Spruch? Weil das einfach so ist. Sie schaut uns an, als wären wir weniger wert als eine Pfandflasche ohne Pfand. Leute, ich mein's jetzt wirklich ernst. Wir sind nicht das. Wir sind das. Und jetzt brauche ich eure Meinung, ob ich jetzt hiermit wirklich komplett alleine bin. Gefällt das nur mir? Mit der Musik. Die Verkörperung von Badassness. Und allerspätestens hier kann mir keiner sagen, dass das kein Fanservice ist. Die wollen, dass wir uns in die Haut des Fatui hier versetzen. Wohlgemerkt hat der auch, dessen Gesicht kann man nicht sehen, das sind so Anime-Sachen, das weiß ich ganz genau Bescheid. Ne? Da, genau, da kann sich jeder reinversetzen. Wir alle haben, ne, so schwarze Dings da Augen mit so einer gelben Pupille, das haben wir alle. Da können wir uns reinversetzen. Und da wollen wir uns reinversetzen. Aber ihr wartet, nein, jetzt vermute ich wirklich diesen Trailer die ganze Zeit mir wieder anschauen. Aber jetzt mal ernsthaft. Irgendwie sehe ich auch hierin etwas Problematisches. Erstens, ich bin wieder sehr stark gehypt auf Yelan. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich einfach, dass wir sie pullen werden und dass wir dann sie so ausprobieren können und. Aber es ist immer dieser Beigeschmack, dass das Ganze halt irgendwie sich nicht so rewarding anfühlen wird. Ich habe schon vorgefarmt für Yelan und ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich groß dann machen kann, wenn sie denn released ist. Dann haben wir sie halt und dann probieren wir sie aus und danach runnen wir vielleicht den Abyss, aber merken auch da, okay. So, also ich weiß jetzt echt langsam nicht, wie lange HoYoVerse noch damit durchkommt, einfach nur neue Charaktere zu releasen, uns zu hypen, also ein neues Produkt wirklich uns einfach nur schmackhaft zu machen, aber das Endprodukt nicht wirklich uns zufriedenstellt. Also ich weiß nicht, wie lange das noch gehen soll und ich sehe das Ganze ziemlich problematisch, weil wenn man mal sich wirklich die Views anschaut, dann haben wir tatsächlich jetzt hier auf dem offiziellen Channel, dem internationalen Channel, ne, 800.000 Views.
Alleine der japanische Channel nochmal, 252.000. Also die Leute signalisieren auch mit den Likes, dass sie eigentlich recht interessiert sind. Und auch in den Kommentaren werdet ihr auch wieder was finden, wovon ich auch schon seit längerem spreche. 3 Sekunden in dem Teaser drinne und schon weiß man, dass HoYoverse genau weiß, was die machen. Dieses genau wissen, was sie machen, bin ich leider ein bisschen traurig. Weil sie wissen, dass das reicht. Das reicht vollkommen. Einfach in den regelmäßigen Abständen neue Charaktere zu releasen und uns damit einfach immer nur so warm zu halten. Oh, es kommen neue Charaktere, ihr braucht jetzt die und das. Und ihr kennt sowieso schon auch meine, dazu habe ich ein ganzes Video gemacht, meine Meinung, warum es keine Skins gibt, Leute. Ich meine, Shao wird jetzt wieder in der Story auftauchen. Warum bekommt er keinen Skin? Nun, weil in dem Patch darauf wird Hazel released. Ein weiterer Animo-Charakter. Gleicher Bodytype wie Shao. Ähnelt ihm. Warum solltet ihr denn zufrieden sein mit eurem Shao, den ihr habt, einen Skin gekauft haben, wenn ihr doch noch viel mehr Geld ausgeben könntet für einen weiteren Charakter? Es tut mir leid, Leute, dass das Ganze so ein bisschen kritisch jetzt hier wieder wirkt. Ich freue mich wirklich sehr auf Yilan. Ich freue mich wirklich sehr. Aber ich beschäftige mich wirklich im starken Detail mit diesem Spiel und nehme das natürlich komplett auseinander. Und ihr wisst, bei mir seid ihr an der falschen Adresse, dass ich jetzt einfach nur so, oh, das ist toll, das ist toll. Hey, ihr könnt den Kanal kostenfrei abonnieren. Lasst doch ein Like da, wenn euch dieser Content gefällt. Leute, ich mache das einfach nur, weil ich Spaß dran habe und es einfach ein Teil meines Lebens geworden ist. Und ich scheue mich nicht, das anzusprechen, was mir wirklich auf dem Herzen liegt. Wie seht ihr das? Wie sehr freut ihr euch auf Yilan und ernsthaft? Wirklich, die wichtigste Streitfrage jetzt hier ist doch tatsächlich Team Yilan oder Team Shinobu Cookie. Apropos 2 Optionen, es folgen noch 2 weitere Videos. Bis dann.